Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 7. Dezember. Die Freiheit eines ausgeglichenen Lebens. Der Bibelvers für heute steht in 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Wir Menschen sind zur Freiheit geboren. Sie ist ein Geschenk Gottes. Die Frage ist, ob du bereit bist, alles Notwendige zu tun, um frei zu werden. Oder willst du für den Rest deines Lebens in deinem gegenwärtigen Zustand bleiben? Wenn du dich nach Freiheit sehnst, dann musst du Schritt für Schritt tun, was Gott dir aufträgt. Nur so wirst du schließlich aus deinen Problemen herauskommen. In 2. Timotheus 4, Vers 5 fordert Paulus Timotheus auf, sich ein nüchternes Urteil zu bewahren und seine Aufgaben im Dienst für Gott weiter zu erfüllen. Das ist ein guter Rat für uns alle. Anstatt uns von unseren Gefühlen leiten zu lassen, sobald wir Schwierigkeiten gegenüberstehen, sollten wir ruhig bleiben und uns auf das konzentrieren, was Gott uns aufgetragen hat zu tun. Bist du aufgebracht wegen einer Situation? Dann lass dir dadurch nicht das Leben vermiesen, sondern mach etwas Gutes daraus. Überwinde das Böse und die Wut, indem du für die Person betest, die dich verletzt oder missbraucht hat. Setze selbstsüchtigen Gefühlen gute Taten entgegen. Sollte der Teufel versuchen, deine Gefühle aufzuwühlen, beruhige dich und tu das, was Gott dir aufgetragen hat. Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Heiliger Geist, hilf mir, ausgeglichen, ruhig und beständig zu sein, damit ich mein Leben genießen und die Aufgaben erfüllen kann, die du mir gegeben hast. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.